Lass mal zum schwarzen Board gehen. Ich habe das Gefühl, dort ist wieder eine neue Stellenanzeige oder sowas. Auch nicht schon wieder. Wir brauchen einen neuen Job, Izzy. Es tut mir leid. Doch, doch, doch. Du hast gesagt, wir gehen an den Strand. Hier, meine Sonnenbrille habe ich mit. Zack, jetzt lass uns bitte mal baden. Izzy, wir dürfen nicht an den Strand. Wir müssen arbeiten. Wir haben kein Geld. Wir haben wieder keine Wohnung und deswegen müssen wir mal gucken. Guck mal, hier. Müllabfuhr gesucht. Was hältst du von Müllabfuhr? Das haben wir schon mal gearbeitet, ne? Was haben wir hier? Haushaltshilfe. Nein, putzen will ich nicht. Ja, putzen ist immer... Was? Da steht aber... Da steht sogar dran, schnelles Geld garantiert. Nein, putzen werden wir auf gar keinen Fall mehr. So, Friseurin. Ha? Zur verstärkten Team suchen wir Friseure, ihre Qualifikation, mehrjährige Berufserfahrung, umfangreiches Wissen, hohes Maß an Kundenorientierung und Flexibilität. Willst du mir die Haare schneiden? Izzy, ich glaube, wir haben noch nie als Friseur gearbeitet, aber vielleicht können wir das ja irgendwann mal machen, aber nicht heute. Was haben wir da? Tierbabysitter, gutes Geld für wenig Arbeit. Was? Gutes Geld für wenig Arbeit? Das ist genial. Was? Plus 49172998805. Okay, hey, da hinten ist sogar eine Telefonzelle. Wollen wir gleich anrufen? Alter, das ist ja voll genial. Voll cool. Gutes Geld für wenig Arbeit. Das ist voll unser Ding, Mann. Und Tierbabys sind voll süß. Warte mal, ich ruf mal an. Okay, ruf mal an. 999085. Dreimal die... Oh, ja, okay. Dude, es ruft an, Izzy, es geht los. Oh ja. Hallo, wir sind Izzy und Roman, falls Sie uns hören können. Guten Tag, hier ist die theatralische Tiervermittlung GmbH. Wie kann ich Ihnen helfen? Hier sind Izzy und Roman, wir haben das Jobangebot gesehen und wir möchten uns gerne dafür melden. Ach, wunderbar, Sie haben Glück. Wir suchen immer noch jemanden, aber diese Stelle besetzt. Ja, das ist ja super. Für den Anfang habe ich eine Frage an euch beide. Alles klar, Izzy, komm mal kurz her. Die Frau am Hörer hat eine Frage für uns beide. Seid ihr denn? Also ich bin 20. Ja, also ich bin 98. 98? Tage, und Monate, Tage. Die Izzy. Okay, gut, denn man darf bei uns erst ab 14 Jahren Tier sein. Izzy, bist du jetzt ab 14? Ja, ne? Ich bin 14, ja. Alles klar, ja, das geht schon. Wir sind auf jeden Fall alt genug. Schön. Dann hätte ich einen ersten Probeauftrag für euch bei der Frau Nelly. Alles klar, die Frau Nelly also, okay? Und was müssen wir da genau machen? Also wir haben sowas ehrlich gesagt noch nie gemacht. Sie hat 3 Hunde und eine Katze und ist seit kurzem Stammkunde bei uns. Ach, wir bekommen sogar sofort einen Stammkunden, ne? Das ist aber interessant. Okay, und wenn ihr das gut macht, dann bekommt ihr mehr Aufträge. Hey, das ist eine gute Geschichte. Mehr Aufträge bedeutet mehr Kohle. Oh yeah. Viel Erfolg. Vielen Dank, werte Telefonfrauen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. So, hier, wunderschöne Telefonzelle. Okay. Tolle Dings. Das heißt also, die Frau Nelly, hier ist übrigens eine Katze gesucht, ne? Oh. Die Kitscha wird gesucht. Meine werten Damen und Herren, 2016 wurde diese Katze hier verloren. Das heißt also, in Karben, falls ihr in Karben wohnt, ja, diese Katze wurde verloren. Findet sie und meldet euch. Habe ich nicht recht? Genau. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, gehen wir mal weiter. So, wir müssen jetzt zu Nelly irgendwie und dort wahrscheinlich erstmal die Hunde sitten. Sag mal, hast du es eher besser mit Hunden oder hast du es besser mit Katzen? Mit was kannst du besser umgehen? Also am besten komme ich klar mit Mäusen. Und mit Mäusen? Katzen fressen ja leider Mäuse und deswegen ist das nicht so einfach. Ah, deswegen wirst du dann wahrscheinlich die Hunde übernehmen und ich werde dann wahrscheinlich der Katze so ein bisschen hinterherlaufen. Okay. Wo wohnt denn die Nelly eigentlich? Hat die nicht irgendwo hier oder so? Warte mal, wer war Nelly denn eigentlich nochmal so richtig? Nellys Haus, ich habe sogar schon gefunden. Oh, cool. Warte mal, ding, dong. Nelly, wir sind's, Izzy und Roman. Hallo. Ey, ich glaube, Nelly war sogar die mit dem Hund, Alter. Kann es sein? Doch, das ist sogar die mit dem Hund. Was? Ach, guck mal, da ist sogar... Was? Sie hat 2 Hunde. Wie crazy ist das denn? Sie hat 3 Hunde. Oh mein Gott, die hat 3 Hunde? Ach. Was? Oh, hallo, das ging aber schnell. Wuff, wuff. Ich benötige euch, da ich kurz meinen Lidl einkaufen wollte und seit kurzem dort keine Hunde mehr rein dürfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine Lidl-Folge. Im Kühlschrank findet ihr Futter und denkt dran, nach dem Essen mit ihnen Gassi zu gehen. Oh, okay. Ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann bis später. Alles klar, vielen Dank, Nelly. Wir passen dann auf deine 3 Hunde. Vom Lidl. Ich hätte gern Pizza und Schokolade, danke. Ich hätte auch gern Pizza und Schokolade. Ach, und bevor ich es vergesse, was ist denn noch so mit deinen Hunden, ne? Hier sind die Hausschlüssel. Ach so, vielen lieben Dank. Hä, wo ist die Katze? Hast du die Katze schon gesehen? Ich glaube, die zeigen sich nicht so gerne, ne? Die Katzen sind ja eher so ein bisschen sneaky. Nein, keine Angst, ich glaube, das sind nette Hunde. Alles klar, Hunis, rein mit euch. Beide rein, komm, alles klar. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich mit diesen Hunden sitten. So, was habt ihr hier so? Oh, Leute, das ist aber eine schöne Wohnung. Oh, das ist aber ein schönes Haus. Oh, guck mal, die hat auch die Mona Lisa. Das ist wahrscheinlich seit neuestem einfach mal so ein kleiner Trend, die Mona Lisa die ganze Zeit an der Wand zu haben. Ja, was passiert denn hier? Oh mein Gott, Katze, du darfst nicht auf der Küchentheke herumlaufen. Oh, die ist voll süß. Ich darf nämlich nur auf der Küchentheke herumlaufen. Darfst du gar nicht, Mutter. Aua, au, au.
au, oh okay, sehr gut, sehr gut. Okay, wuff, wuff. Guck mal, der eine ja. klemmt hier unten guck mal, der eine Hund ist da nach oben gegangen, der andere hat sich hier unten eingeklemmt. Ey, die Katze ist auf dem Fernseher. Was? Oh mein Gott, die Katze springt hier überall was? Einfach so herum. Oh hey, 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 wartet mal, wartet mal. Ich, oh Gott, die sind hochgelaufen. Alter, das wir ist müssen ja hochgehen. Oh, diese Hunde und Katzen, die sind ja richtig durcheinander, wirklich. Oh, warte mal, okay, das ist wahrscheinlich ihr Schlafzimmer. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht so rein, okay. Naja. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Hundehütte. Ey, hier ist sogar dieses Essen. Ne? Okay, warte mal, das heißt, wir können dem mal kurz was zu essen geben. Ey, ich habe sogar Knochen dabei, guck mal. Ich kann den sogar, guck mal, der eine hier hast du einen Knochen, mein Kleiner. Super machst du das. So, jo, ich leg mal einen und hin. Der Katze kann ich nochmal ein bisschen was zu Fleisch hier geben. Auch Knochenkatze. So ein bisschen Fleisch. Komm, die Katze isst doch keine Knochen. Guck mal, hier habe ich sogar einen Verwandten von der Katze. Ah, du hast hier einen kleinen Tiger mitgegeben. Ja. Hey, süß, perfekt. Warte, dann kann ich dem Hund hier nochmal... Oh nein, du darfst nicht auf dem Bett springen, Hund. Geh da weg. Du darfst nicht auf dem Bett... Hey, Katze, du darfst auch nicht auf das Bett. Geh da jetzt runter. Doch, Katze darf auf das Bett. Echt jetzt? Katzen dürfen auf das Bett? Ja, okay, dann dürfen Katzen auf das Bett. Hunde halt dürfen nicht auf das Bett, weil die sind zu groß. Wuff, wuff. Hey, wo sind die denn jetzt wieder alle hin? Ich sehe die gar nicht mehr. Oh, die sind hier unten alle. Okay, Knochen für alle. Knochen. Oh, yeah. Hier habt ihr Knochen, meine Kleinen. Und Fleisch habt ihr hier. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. So, schön essen, meine Kleinen. Super macht ihr das. Essen, essen, essen. Ha, guck mal, wie toll die das machen. Ein Geschenk geben? Guck mal, ich habe diesen Hund gekauft. Ja, stell der Nanny einfach mal ein Kuscheltierhund. Hier so? Ja, kannst du das aufs Regal stellen? Warte mal, oder stell ihn einfach auf den Boden oder sowas. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. In die Küche. In die Küche? In die Küche. Oh, das sieht mega süß aus, Alter. Cool, okay, ne? Perfekt. Dann kann ich hier nochmal hier einen kleinen Knochen hinlegen. So, bitteschön. Ja, so, und jetzt hat sie da nochmal einen kleinen Knochen als Andenken. Alter, hier liegen überall Knochen auf dem Boden herum. Die haben die ganzen Knochen fallen lassen. Warum verstecken die sich denn jetzt alle wieder unter der Theke? Okay, die Katze macht... Oh, die Katze ist rausgerannt. Oh nein. Hey! Die Katze ist, glaube ich, auf die... Ey, die Katze ist... Oh mein Gott, du musst die Tür zu machen. Oh mein Gott, die Katze ist rausgerannt. Wo ist die Katze hin? Oh, ich glaube, Katzen können aber alleine Gassi gehen, glaube ich. Ich glaube, wenn Katzen rausgehen, dann schaffen die das alleine. Oh nein, ey, Hunde, Hunde, Hunde. Ganz ruhig, ganz ruhig. Eure Katze ist verschwunden, okay? Oh nein, die Katze ist weggelaufen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Was machen wir denn jetzt? Die Katze ich weiß es nicht. So. Ja, eigentlich schon. Schau mal nach den Kunden, nach den Kunden. Ich guck mal, wo die Katze ist. Okay. Hey, die ist doch hier irgendwo hinten. Hey, ich glaube, die rennt gerade einfach nur eine Runde oder sowas in der Art, aber ich sehe sie nicht mehr. Nicht hinmachen. Nein. Nein? Nicht, oh nein, die dürfen nicht auf den Boden machen. Oh, die dürfen nicht. Oh mein Gott. Oh hey, was ist los? Ey, ich glaube, der eine Hund, der will sogar gleich Gassi gehen. Hey, willst du Gassi gehen, Kleiner? Huh? Sieht es so aus? Wuff, wuff. Ach so, wuff, wuff. Also. Ja. Ey, Izzy, ich glaube, die müssen ganz dringend mal aufs Klo. Ich glaube, die müssen mal ein bisschen Dings. Oh, da ist die Katze wieder. Alter, oh, was? Oh mein Gott, oh die Katze. Und, die Katze rennt wieder weg. Oh mein Gott. Wow. What? Okay, ich gehe mal Gassi mit den Hunden. Izzy, wo ist denn der dritte Hund? Ich weiß es nicht. Was macht der dritte? Ist der gestorben? Ich glaube, den haben wir verloren. Oh nein, okay. Ich gehe mal. Lass mal mit den Hunden hier Gassi gehen. Ah, der eine rennt jetzt ein bisschen um die Straßenlaterne, aber hoffentlich dürfen die. Warte mal, wo sind denn unsere Leinen? Haben wir nicht irgendwie Leinen oder sowas? Oh, guck mal, der Hund. Die pinkeln gerade die Stachelbäume an, deswegen. Stachelbäume, die verletzen sich an den Stachelbäumen. Oh nein, okay. Nur über den Zebrastreifen gehen, wenn ihr über die Straße geht, Kinder. Nein, Hunde, ihr wisst Bescheid. Ja, oh mein Gott, die laufen über die Straße. Hört jetzt auf, über die Straße zu laufen, das ist gefährlich. Was soll ich denn machen? Nein. Ich hab keine Ahnung, wieso es funktioniert. Stell dich davor. Ich bin voll. Wenn ein Auto kommt, dann musst du da stehen. Da ist die Katze wieder. Oh, die Katze. Oh, was macht die Katze? Oh mein Gott, die Katze ist so schnell, Alter. Ja. Ah, der Hund rennt wieder über die Straße. Mann, hör auf, über die Straße zu rennen, Hund. Wenn die Besitzerin uns sieht, wie ihre Hunde die ganze Zeit über die Straße rennen, dann ist haben es ein riesengroßes irgendwo Problem. Hingemacht? Ja, die haben gerade eben doch die Stachelbäume angepieselt. Stimmt. Ey, da ist der dritte Hund. Keine Ahnung, was der die ganze Zeit gemacht hat. Wir haben den sogar voll aus den Augen verloren. So, wieder rein mit euch allen, Tür zu und die Katze kommt von alleine wieder. So, für jeden nochmal einen Knochen, ihr Freunde. So, hier nochmal für dich einen Knochen. Echt jetzt? Hast du noch Essen für uns? Ich hab Nudeln gekocht. Du hast Ramen gemacht. Ja. Oh, Ramen. Oh, lecker. Ich liebe Ramen. Super. Ich auch. Was haben wir da? Okay, der eine Hund, der will wahrscheinlich wieder raus. Ey, der ist durch die Tür durchgegangen. Du darfst nicht durch die Wuff, 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 Wuff. Was? Ich glaube, der... Ist hier ein Briefträger in der Nähe, oder ich glaube, was? Der schreit, weil jetzt wahrscheinlich die Dings... Da kommt, glaube ich, jetzt jemand. Weil Hunde schreien nämlich immer, beziehungsweise bellen immer. Die schreien wenn überhaupt die, nicht. Die schreien so, gell? So machen Hunde. Nein, aber ich glaube, wahrscheinlich ist hier irgendwo das Härchen wieder in der Nähe. Irgendwo, kann es sein, dass Meinst Nelly du, ich wieder nicht. Kommt? Ich sehe sie auch nicht.
Aber die, das Auto hat sie ja auch hier stehen gelassen, ne? Ja, das stimmt. Das heißt also, die kommt jetzt wahrscheinlich wieder. Okay, die freut sich so. Die Hunde sind wieder reingegangen. Wo ist der dritte Hund? Und wo ist die Katze? Oh nein, das ist die Wohnung. Mann, sieht aus. So schlechte Hunde sind. Alter, die Wohnung sieht aus wie ein richtiger Saustall. Alter, was? Ist da ein Hund wieder da? Okay, ja, hier super. War einer? Oh, hoffentlich kommt Nelly bald wieder. Irgendwie haben wir die Kontrolle. Ey, da ist sie. Was? Von wo ist die gerade runtergefallen? Oh Gott. Hä? Was? Alter, Nelly ist über crazy, was hat sie gemacht? Mann. Die ist gerade 200 Stockwerke runtergefallen. So, oh da Gott. Bin ich wieder. Okay, Nelly ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh, Putzi, meine Lieben. Wie geht oh es euch? Gott. Habt euch die beiden gut versorgt? Ja, natürlich haben ja, wir sie gut auf versorgt. Jeden Fall. Wir hätten gerne Bezahlung. Bekommen. Das macht dann 300 Millionen Euro, bitte. Super, die Kleinen scheinen zufrieden zu sein. Denn gesagt, das ist super. Das ja wert. Hier ist eure Bezahlung. Oh, ein paar Goldnuggets, das geht auch. So, ja, schön, okay. Die Goldnuggets. Warte mal, hier kriegst du die Hälfte, Izzy. Ja, du kriegst sogar mehr als die Hälfte. Dafür kriegst du eine Karotte. Ah, so, ich habe übrigens eine Freundin, die auch Tiere hat und heute Abend ausgeht. Leider hat sie bislang keinen Tiersitter gefunden. Hey, das klingt auf jeden Fall was für uns, oh, oder? Ja. Wollt ihr das wo nicht übernehmen? Denn? Auf jeden ja, Fall. Ja, sag uns ruhig, wo diese Frau oder Mann wohnt und was es für Tiere sind und so. Super. Dann schaut doch einfach mal bei ihr vorbei. Sie wohnt am Berliner Platz. Ah, Berliner Platz. Ich ja, weiß, kein was Problem. Ich weiß, ja, wo ich das auch. Ist. Ich weiß, ja, ja. Okay, Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao, ciao. So, pass auf. Berliner wollen Platz. Wollen wir ein Auto klauen? Nee, lass mal kein Auto klauen, weil Berliner Platz ist hier gleich um die Nähe. Pass auf, wir müssen nämlich einfach hier hingehen. Dann müssen wir hier einmal nach links. Warte mal, Berliner Platz, war das nicht an dieser einen Stelle wo da? Wo war das denn bloß? War der, wir aber Easy Cheesy hat natürlich eine Karte im Gedächtnis. Du hast weiß, wirklich eine Karte ist. Im Gedächtnis? Ja, ich habe eine Gedächtniskarte. Auch, ja, ich ja. habe da auch eine Gedächtniskarte. Schneller okay, wer schneller da ist, ja, oder? Okay, ich glaube, ich weiß, wo der Berliner Platz ist. Ich laufe jetzt hier lang. Schneller, ich bin gleich ich da. Bin schneller, ich bin schon ich bin am Berliner dir. Platz. Nein, ich bin vor dir. Ich bin vor dir. Oh mein Gott, hier ist... Oh mein Gott, da ist ein Sumpf. Easy, du bist nicht vor mir. Ich laufe über den Park. Oh über den Park ist schneller. Über den Park ist schneller. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Berliner Platz. Berliner Platz. Ich bin doch hier. Was? Nein, oh mein Gott, du bist wirklich schnell. Aber ich hatte halt hier abge... Oh mein Gott, warte mal, Berliner Platz. Muss hier sein irgendwo. Das ist doch eigentlich... Warte mal, ist das nicht... Das ist doch das Hostel von der Omi, oder nicht? Was ist das hier? Was? Ich glaube schon. Warte mal, das ist Berliner Platz. War das Berliner Platz 15, was die gesagt hat? Ich weiß nicht, hab ich mir nicht gemerkt. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt der Ort war, weil sonst sind wir hier nämlich ein bisschen falsch oder sowas aufgehoben. Okay. Oh Gott! Oh oh. Oh mein Gott. Oh, was macht ihr denn hier? Ich glaube, wir haben uns an der Tür vertan. Izzy und ich, wir haben uns... Nein, ich bin nicht mehr sauer auf euch. Oh, sie ist nicht mehr sauer auf uns. Echt nicht? Das ist mal eine coole Sache, dann lass doch mal reingehen. Wir haben doch so viel ich mein, Mist gemacht. Izzy, Geld ist Geld, wir brauchen das Geld. Oh, das was? Super. Die hat einen Eisbär und einen Iron Golem. Die hat einen Eisbär? Die oh hat mein einen Gott. Eisbär. Oh, dann müsst ihr wohl beide die Sitter sein, die Nelly empfohlen hat. Oh ja, mein Gott, meine Hilfe. Beiden Lieblingen, Putzi Schnucki und Hasi Pupsi, sind super lieb, aber ärgert sie nicht. Sonst kann es sehr gefährlich für euch werden. Ich muss jetzt los, bitte. Ich habe sonst niemanden, der diese beiden betreuen kann. Alter, Hasi-Pupsi und Schnutzi-Pupsi, Junge, das sind gefährliche Monster. Wie kann man sowas als Haut... Vielen Dank, ihr bekommt doch extra Trinkgeld von mir. Ciao. Ich hab doch gesagt, das machen jetzt, wir nicht, nein. Jetzt, ciao, nein. Was? Okay. Oh Gott, Roman, Hilfe. Wie tiersittet man einen Eisbär? Hi, das Eisbär. Weiß ich nicht. Hier hast du ein bisschen was zu essen, ha? Huh? Auch du willst noch pass was auf, zu essen? Pass auf, hinter dir ist der Golem. Oh, der Golem, okay. Der Golem, okay. Ist ja gut. Was willst du denn noch zu essen? Hier, du hast nochmal Fleisch von mir. Ich will alles zu essen. Karotte, irgendwelche hier. Knochen. Hier hast du Knochen. Rawr, okay, Izzy, ich weiß nicht, was ich dem hier zu essen geben soll. Izzy, versteck dich nicht. Ich möchte auch auf den Schrank. Ich bin hier versteckt. Ich möchte auch auf den Schrank. Rawr, okay, warte. Ich hab hier einen kleinen Tintenfisch, eine kleine Kuh, ein kleines Schwein, eine kleine Spinne. Das kannst du. Warte mal, ich gebe dem das mal alles zu essen. Ne? Essen. Hier ist die kleinen Puppen. Das sind alles kleine glaubst Babys. Du Eisbären essen Spinnen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, was ich dem zu essen geben soll. Aber ich er schreit immer dem. Lauter. Er fängt immer an. Schreit immer lauter und immer lauter. Der Golem hat schon die Tür kaputt gemacht. Er hat die Tür kaputt gemacht? Ja, das dann, Glas da oben, guck oh, oh. mal, der ist einfach durchgegangen. Oh, oh mein Gott, der fängt an zu schreien, er fängt an zu... Oh mein Gott, Izzy, ich weiß nicht, was wir tun sollen, ich weiß nicht, was sie... Die drehen voll am Rad. Oh mein Gott, die machen hier alles kaputt. Izzy, komm mit, rückwärtsgang, okay. Wir müssen hier raus. Lass durch den Laden gehen. Komm mit hier lang. Okay. Alter, Junge, die haben angefangen, die ganze Wohnung zu zerstören. Alter, wir können nicht auf einen Eisbär aufpassen, das funktioniert nicht, Izzy. Wir müssen uns irgendeinen anderen Job suchen, aber das mache ich nicht mehr weiter. Nein. Lass auf jeden Fall hier weggehen.